Wir haben Vader schon gegen große und mächtige Jedi kämpfen sehen. Obi-Wan Kenobi, Kirak Infala, Ferren Bar und seinen eigenen Sohn Luke Skywalker. Darüber hinaus natürlich noch wahrscheinlich hunderte, mal mehr, mal weniger starke Jedi nach der Order 66. Doch wen ihr auf dieser Liste wohl nicht erwartet hättet, ist der absolut nicht machtsensitive Chewbacca. Zwischen ihm und dem dunklen Lord gab es tatsächlich mal einen wilden Kampf, in dem sich der Wookiee viel besser anstellte, als man es vielleicht erwarten würde. Die Story findet zwischen den Episoden 4 und 5 statt, kurz bevor die Rebellen ihre Basis nach Hoth verlegt hatten. Gefunden haben wir sie in der 70. bis 74. Ausgabe der 2015er Star Wars Comics, die tatsächlich kanonisch sind. Dort befinden wir uns wie gesagt zwischen den Episoden 4 und 5 und damit mitten im galaktischen Bürgerkrieg. Das Imperium kämpfte mit allen Mitteln gegen die Rebellion. Das Ziel, sie zu finden, bevor sie sich auf einer neuen Basis neu gruppieren können. Deswegen entsandten sie unzählige Suchdroiden bis in die letzten Ecken der Galaxis. Luke war zu diesem Zeitpunkt alleine unterwegs und versuchte zu verhindern, dass das Imperium eine Treibstoffversorgungsstation der Rebellen findet. Han und Leia versuchten auf dem Planeten Lanzkapo Misstrauen zu schaffen zwischen dem Imperium und dessen Sympathisanten in einem Verbrechersyndikat. Chewbacca und C-3PO befanden sich auf dem Planeten K-43, einer unbewohnten, tektonisch instabilen Vulkanwelt. Sie war tatsächlich so instabil, dass nur ein paar taktisch platzierte Protonenbomben den gesamten Planeten zerstören würden. Der Plan war, so viele imperiale Sternzerstörer wie möglich zu K-43 zu locken, um sie dann mit dem Planeten selbst zu zerstören und ein möglichst großes Loch mitten ins Herz der imperialen Flotte zu reißen. Und am Anfang lief der Plan auch wie geschmiert. Die beiden platzierten die Bomben und aktivierten sie, sodass sie im richtigen Moment hochgehen würden. Doch wie sie schnell merkten, gab es hier ein großes Problem. Der Planet war doch nicht unbewohnt. Die Rebellen nahmen die Karkran-Spezies nur auf ihren Scannern nicht wahr. Hierbei handelte es sich nämlich um Wesen, die im Prinzip aus Gestein bestanden. Saw Gerrera oder Luthen Reel hätten hier vielleicht durchgezogen und die Karkran als notwendigen Verlust akzeptiert. C-3PO und Chewbacca aber verwarfen ihren ursprünglichen Plan und machten sich an die Arbeit, die Bomben schnell wieder zu deaktivieren. Doch auch hier bahnte sich ein Problem an. Der Millennium Falcon, mit dem sie hergeflogen waren, wurde von imperialen Scannern erfasst und identifiziert. Ein imperialer Offizier war überzeugt davon, dass der Wookiee an Bord der gleiche war wie in Lukes Crew. Und Vader hatte zu diesem Zeitpunkt großes Interesse an Luke. Sein Plan war, Chewbacca gefangen zu nehmen und zu foltern, um Luke zu sich zu locken. Währenddessen schaffte es C-3PO unten auf dem Planeten mit den Steinwesen zu kommunizieren und sie über die Gefahr zu informieren, in der sie sich alle befanden. Doch bevor Chewbacca alle Bomben deaktivieren konnte, betrat Darth Vader die Szene. Er hatte sie gefunden. Dies war tatsächlich die erste im Kanon bekannte Begegnung zwischen Darth Vader und seinem alten Droiden C-3PO. C-3PO hatte ja kurz nach Anakins Fall sein Gedächtnis gelöscht bekommen. Ihm war also gar nicht bewusst, wen er gerade vor sich hatte. Vader wusste es wahrscheinlich schon, ließ sich aber nichts anmerken, was zu erwarten war. Schließlich wollte er seine alte Identität und alle Erinnerungen daran hinter sich lassen. Es könnte aber auch sehr gut sein, dass er ihn nicht erkannt hat. Schließlich sahen sich alle Protokolldruiden sehr ähnlich und C-3PO war bestimmt nicht der einzige Goldene. Jedenfalls dolmetschte 3PO zwischen Vader und den Steinwesen. Währenddessen wurde Chewbacca beim Entschärfen der Bomben von Sturmtruppen entdeckt. Doch obwohl sie in der Überzahl waren, gelang es ihnen nicht, den Wookiee zu fassen. Das brachte Vader auf eine kreative Idee. Mit der dunklen Seite versuchte er, den Verstand der Steinwesen zu kontrollieren und sie zu seinen Dienern zu machen. Mit ihrer Hilfe wäre es ein leichtes, den Wookiee zu fangen. Und es schien zu funktionieren. Sie knieten vor ihm nieder. In Wahrheit war das aber nur ein Täuschungsmanöver, um danach nah genug an den Sith Lord heranzukommen, um ihn angreifen zu können. Diesen Angriff hatte Vader nicht kommen sehen und war jetzt erstmal mit dem Kampf gegen die Krakan beschäftigt. Im Chaos schaffte es 3PO zu fliehen. Schnell fand er Chewbacca, der ihm mitteilte, dass er nur die Hälfte der Bomben deaktiviert hatte. In ihrer Panik informierten sie sowohl Luke als auch Han und Leia, die sich alle auf anderen Planeten befanden. Die Situation schien ausweglos, doch die Steinwesen versicherten dem Droiden, dass sie einen Weg kannten, die Bomben zu deaktivieren. Sie konnten nämlich irgendwie Elektrizität erzeugen. Gemeinsam erschufen sie so etwas wie ein riesiges elektrisches Feld, eine Art Puls, der sich auf dem gesamten Planeten ausbreitete und jede Art von Elektronik abschaltete. Das betraf auch den Droiden und Teile von Vaders Anzug. Genau im Moment des elektrischen Pulses landete Luke auf dem Planeten. Der Puls brachte seinen X-Flügler zum Absturz und er landete direkt neben dem beschädigten Darth Vader. Furcht machte sich breit im jungen Skywalker, während er sich auf einen scheinbar unausweichlichen Kampf einstellte. Doch Chewbacca hatte eine andere Idee. Er überraschte Vader von hinten mit einem riesigen Felsbrocken, den er auf dessen Helm zertrümmerte. Danach übte der Wookiee mit seiner wortwörtlich übermenschlichen Kraft Druck auf Vaders Waffenhand aus, woraufhin der Sith Lord sein Lichtschwert fallen ließ. Als Vader seinen Fokus wiederfand, bekam er natürlich die Oberhand. Er fing an, Chewbacca mit beiden Händen zu würgen. Genieße diesen Kampf, Wookiee. Er wird dein letzter sein.
Hier macht der Comic leider einen Cut und wir wechseln zu Han und Leia, die gerade mit einem Sternzerstörer beschäftigt waren. Wir steigen wieder ein in den Kampf zwischen Wookiee und Sith Lord. In der Zwischenzeit war es Chewbacca wohl gelungen, sich aus Vaders Griff zu befreien. Gerade wich er einem Lichtschwerthieb des dunklen Lords aus. Als nächstes folgte ein wilder Tackle von Chewbacca, der damit den Sith Lord nach unten in einen Lavafluss warf. Doch Vader wäre nicht Vader, wenn er mit dieser Situation nicht umgehen könnte. Er benutzte die Macht, um seinen Fall zu verlangsamen und spaltete wie Moses das Meer die Lava, sodass er unbeschädigt landen konnte. Gleichzeitig schickte er die zur Seite gedrängte Lava in Richtung des Wookies. Dieser wurde zwar nicht davon getroffen, aber sein Fell wurde von der Hitze trotzdem ein bisschen verbrannt. Luke eilte seinem Freund zu Hilfe. Sein Lichtschwert wollte nicht funktionieren, deswegen versuchte auch er es mit einem großen Felsbrocken. Das machte Vader wirklich gar nichts und er fing an, Luke mit der Macht zu würgen. Doch Chewbacca sammelte seine letzte Kraft zusammen, hob Luke hoch und schaffte ihn weg von Vader. Das alles hätte, by the way, niemals funktioniert, wenn Vaders Anzug nicht stark beschädigt gewesen wäre. Sie schafften es zu Han und Leias Schiff, das gerade in der Nähe gelandet war. Doch Vader war ihnen dicht auf den Fersen. Die Rebellen benutzten ihre Blaster gegen den Sith Lord, natürlich vergebens. Selbst in seinem sehr geschwächten Zustand waren Blasterschüsse immer noch ein Witz für ihn. Er benutzte die Macht, um die Schüsse zu blockieren und um die Angreifer zurückzuschleudern. Doch in diesem Zustand konnte er nicht mehr lange durchhalten. Ein imperiales Shuttle war gerade in der Nähe gelandet. Das kam ihm sehr gelegen. Er benutzte den Strom des Shuttles, um seinen Anzug wieder voll funktionsfähig zu machen. Das sorgte für eine Kettenreaktion, die wieder alle Elektrik in der Umgebung aktivierte, inklusive C-3PO und Lukes X-Flügler. Ob das physikalisch auch nur irgendeinen Sinn macht, keine Ahnung. Aber Star Wars war ja noch nie für seine wissenschaftliche Genauigkeit bekannt. Jedenfalls hatte Vader jetzt wieder den kompletten Funktionsumfang seines Anzugs zurück. Seine Aktion gab aber auch Luke und seinen Freunden die Gelegenheit zu fliehen. Und sie führte dazu, dass die Bomben wieder aktiviert wurden. In 3 Minuten würde der Planet explodieren. Im Chaos wurde die Gruppe der Rebellen getrennt. Luke wollte R2 in seinem X-Flügler nicht zurücklassen, während der Rest sich auf den Millennium Falcon und ein anderes Schiff aufteilten. Als Luke versuchte, sein Schiff zu starten, kam erneut Vader auf ihn zu. Er wollte ihn am Abflug hindern. Die beiden wurden aber unterbrochen. Und Achtung, jetzt wird's ziemlich goofy. Der Planet öffnete sich wie die Schale von einem Ei und heraus kam ein riesiges Steinmonster, das quasi so groß war wie der gesamte Planet. Es fing an, links und rechts Sternzerstörer, die auf es feuerten, zu zerstören. Vader, der kurz zuvor noch auf der Oberfläche eines Planeten war, schwebte nun im All und benutzte die Macht, um ein imperiales Shuttle zu sich zu ziehen und damit zu seinem Supersternzerstörer zu gelangen. Admiral Ozzel, der unter Vader das Kommando hatte, befahl den sofortigen Sprung in den Hyperraum, da Vader jetzt an Bord war und sie so schnell wie möglich vor der Kreatur fliehen wollten. Doch Vader sah gerade durch ein Fenster Lukes X-Flügler in der Ferne. Er benutzte die Macht, um ihn zu sich zu ziehen. Doch bevor ihm das gelang, sprang sein Zerstörer in den Hyperraum. Luke war gerade so davongekommen. Das war die Geschichte. Wir müssen noch hinzufügen, dass Chewbacca im Kampf gegen Vader nur so stark war, weil der Sith Lord stark geschwächt war. In einem fairen Kampf hätte der Wookiee keine Chance gehabt. Und falls euch jetzt noch ein sehr ausführliches Video interessiert zu allen Jedi-Rängen und Spezialisierungen, denn es gab wirklich eine Menge, dann schaut euch dieses Video als nächstes an. Josh und Dima out.